Wellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Willkommen zurück bei Wellner Live. Wir schauen ein bisschen auf die Woche zurück, war ja einiges los und zu Gast im Studio sind Robert Miesig, hallo, und Heimo Leposchitz, hallo. Schönen guten Abend an beide Herren. Ich würde sagen, starten wir mit der Nationalratssitzung gestern, beziehungsweise auch das Ganze drumherum. Man hat ja begonnen eigentlich vor über einer Woche mit der Abschiebung von drei Schülerinnen in Wien, also zwei Schülerinnen, ein Mädchen ist, glaube ich, ein Kindergartenkind noch. Und dann die Grünen, die sehr offensiv rausgegangen sind und gesagt haben, Gesetze müssen geändert werden, man sollte die Kinder zurückholen etc. Und gestern hätten sie im Parlament auch so abstimmen können, haben sie aber nicht. Was sagst du zu dem Abstimmungsverhalten da gestern? War das erwartbar? Oder war das ein Unfall? Na, erstens, man muss nur dazu sagen, es geht jetzt gar nicht so drum, um die Gesetze zu ändern, sondern darum, auch im Rahmen der vorhandenen Gesetze humanitäre Gesichtspunkte zumindest wirken zu lassen. Also diese Abschiebung hätte man ja nicht machen müssen. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja eben heute auch mittlerweile auch, dass es eigentlich illegale Abschiebungen waren, weil bestimmte, zum Beispiel der Antrag auf Bleiberecht, noch überhaupt nicht beantwortet war, obwohl die Behörde das innerhalb von einem halben Jahr machen hätte müssen. Bei den Grünen, die sind natürlich in der totalen Bredouille, das ist völlig klar. Ja, weil sie, das geht in ihren Markenkern hinein als Menschenrechtspartei und haben aber eigentlich keine Handhabe, die ÖVP daran zu hindern. Und letztlich gestern hätten sie die auch nicht gehabt. Hätten sie mitgestimmt, hätte es nicht mal die Mehrheit gehabt. Aber selbst wenn es die Mehrheit gehabt hätte, wäre sie auch nur eine reine deklamatorische Entschließung gewesen. Und es hätte eine Regierungskrise provoziert, die sie dann erspart haben. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, warum sie sich die Regierungskrise erspart haben. Also es hätte zwar faktisch nichts gebracht, aber es hätte zumindest auch im Hinblick auf die eigenen Wähler eine Botschaft gesendet. Und das schaue ich mir an, dass Sebastian Kurz danach sofort die Regierung gesprengt hätte. Ja, das hätte er natürlich nicht gemacht. Ja. Und wenn, dann kann man sagen, nur viel Spaß dabei, also mitten in einer Pandemie, wegen der Obsession, 12 Kinder oder Dutzend Kinder abzuschieben, eine Regierung zu platzen zu lassen, das hätte er nicht mal einer alten, hätte er kein Blinden mit Krückstock erklären können, dass er das notwendigerweise machen muss. Also deiner Meinung nach war es ein Fehler, dass sie gestern nicht symbolisch zumindest... Ja, das weiß ich nicht. Ja, schau, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Kogler hat diese Kinderrechtskommission da eingerichtet. Das wirkte jetzt ein bisschen nach einem Arbeitskreis. Ne? Jetzt gab es natürlich nächtelanges Gezerre. Möglicherweise wurde von der ÖVP den Grünen irgendetwas zugesagt, von dem ich nichts weiß. Dann war es kein Fehler. Ja? Aber auf Basis meines Wissensstands oder unseres Wissensstands ist es natürlich schon ein bisschen eine hagelige Geschichte. Sozusagen, du verlierst den Markenkern und erwächst den Eindruck, dafür nicht mehr was zu kriegen. Wie siehst du das? Naja, zu den Abschiebungen muss man natürlich dazu sagen, das war über 11 Jahre, 6 abgelehnte Asylanträge. Da kann man schon sagen, da hat der Rechtsstaat viele, viele Instanzen gehabt. Was ich aber wirklich skandalös finde, ist, dass man das als ÖVP offenbar wirklich inszeniert hat, in der Nacht Journalisten organisiert hat, die da hinkommen, Hundertschaften an Polizisten, um zwei kleine Kinder abzuschieben. Das ist absolut widerlich, dass man einfach versucht, diese ja, aber dass die ÖVP den Herrn Klenk organisiert hat, dorthin zu kommen? Es waren ja viele dort und die Hundertschaften an Polizei und die Bilder und dass man die Kinder dann stundenlang im Auto hat lassen, das ist einfach indiskutabel. Also diese Bilder zu erzeugen, nur um die abrückelnden freiheitlichen Wähler zu halten, das spricht sehr viel aus über den Charakter dieser Regierung. Und zu den Grünen, naja, wenn man brüllt wie ein Löwe, darf man nicht Enten als Bettvorleger. Na, die Grünen haben sich ja weit rausgelehnt und gesagt, wir werden, und die Wiener Grünen haben den Aufstand angekündigt und dann hat man sich mit einem Arbeitskreis abspeisen lassen, der überhaupt nichts zu bewegen hat, der auch als Kommission, das muss man erzählen, die dürfen ja nicht einmal Akteneinsicht nehmen, weil sie nur beim Justizministerium eingerichtet sind und die vom Innenministerium nichts anfordern dürfen. Also das ist, wenn ihr nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Und das war bei den Grünen gestern einfach nur peinlich, dass der Kogler und die Sigrid Maurer sind mittlerweile zwar Babyelefanten der ÖVP, die lachen sich ja tot über die Grünen. Die einzige Gefahr, die die Grünen für die Schwarzen sind, ist, dass die sich totlachen über einen Koalitionspartner, der völlig überfordert ist, nicht mehr mit kann und sich selber andauernd ins Knie schießt. Und man darf ja eines nicht sagen, die ÖVP hat ja ausverhandelt, dass in Migrationsfragen
bei Uneinigkeit ein sogenannter koalitionsfreier Raum ist. Das heißt, ja, also die Grünen hätten ruhig mitstimmen können und das, was die ÖVP eigentlich für sich ausgehandelt hat, für sich nutzen können. Dass dort nicht einmal das passiert ist, weil es hätte ja sowieso keine Mehrheit geben, weil mit ÖVP und FPÖ gibt es einfach eine Mitte-Rechts-Mehrheit im Parlament und es hätte nie eine Mehrheit gegeben. Die Grünen hätten aber ein Zeichen gesetzt und hätten aber auch den Koalitionspakt nicht gebrochen. Also die Ausrede, wir hätten sonst die Regierung gesprengt, ist lächerlich. Das Einzige, was die Grünen gesprengt haben, war das Vertrauen ihrer Basis in die grüne Regierungsmannschaft. Und da sind wirklich Verletzungen und Wut mit Shitstorms passiert. Das wird den Grünen noch sehr, sehr, sehr wehtun. Das ist ein guter Punkt, weil wenn man sich anschaut, die Postings auf Social Media, die der Vizekanzler oder der Gesundheitsminister oder auch die Clubchefin abgesetzt haben in den letzten Stunden und die Kommentare darunter liest, das ist schon ziemlich heftig, was sich da abspielt. Jetzt ist die Frage, ist das die grüne Basis, die da derzeit tobt? Ja? Oder sind das, sage ich mal, SPÖ-Sympathisanten, ÖVP-Sympathisanten, die da einfach schadenfroh sind? Naja, schau, ich glaube, da muss man die Kirche insofern im Dorf lassen, als man einfach die Emotionen auf Social Media darf man nicht in die Realität übertragen. Das ist, viele tun das, ja, wenn sozusagen 100 Postings hast, dass man die Maßnahmen gegen Corona abschaffen muss und die Wutbürger und so fort, glauben alle, die Mehrheit ist dagegen und man bekommt quasi nur eine kleine Minderheit. Genauso ist es da. Und man hat ja auch gesehen, wenn es noch der allgemeinen Stimmung in Social Media und bei Twitter ginge, wären die Grünen aus dem Wiener Landtag rausgefallen, ja? Bei den Wahlen, die immerhin erst 2 Monate vorbei sind oder 3. Ja? Oder hätten bei den Journalisten die absolut. Wären rausgefallen, ja, aber das geht jetzt darum, es geht um die Volksstimmung oder um die allgemeine Bevölkerungsstimmung. Und was wir gesehen haben, ist, dass sie bei den Wiener Gemeinde- und Landtagswahlen ja sogar gewonnen haben. Ja? Also das ist ja völlig antizyklisch zu dieser sich selbst präsentierenden oder hochschaukelnden Stimmung innerhalb von Social Media. Nein, ich glaube schon, dass die Grünen eine starke Grundlage an Basis haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es natürlich, die Menschen sind ja nicht deppert. Ja? Sozusagen die ÖVP hat in Regierungen viele Jahrzehnte lang die SPÖ erpresst. Jetzt erpresst sie halt die Grünen. Dass weder die SPÖ noch die Grünen dran schuld sind an dem, was die ÖVP will, wissen die Wähler natürlich auch. Also groß sie lassen sich halt auch erpressen, muss man sagen. Sicher, ja. Das haben die Sozis ja vielleicht sogar, also ich, als Sozialdemokrat sage ich das jetzt selbstkritisch, oder als eher Sozialdemokrat sage ich das selbstkritisch, die Sozialdemokraten haben sich ein bisschen mehr erpressen lassen. Die haben immerhin Gesetzesänderungen zugestimmt, für die man sie gebraucht hat. Ja? Dass die Grünen sozusagen all das, was jetzt passiert, nämlich die Abschiebungen unter der Ägide des Innenministeriums, können die Grünen gar nicht verhindern. Also da muss man schon, glaube ich, auch realistisch sein. Und das Dritte, was die Grünen stabilisiert, ist natürlich eine Generation, sagen wir mal, der unter 20-Jährigen, diese Friday for Future Generation, die nahezu vollständig immer die Grünen gewählt hat. Das hat sie natürlich auch bei den Wiener Wahlen, das ist der Zuwachs der Wiener Wahlen gewesen. Und da ist die entscheidende Frage. Die Frage ist, bleiben die, oder? Bleiben die? Durch das ist die genau entscheidende Frage. Ist das Abschieben von Gymnasiasten etwas, was den Grünen die Friday for Future Generation vertreiben kann? Das ist, glaube ich, das große Fragezeichen, das die Grünen sich jetzt stellen müssen. Und deswegen, glaube ich, sind sie auch ein bisschen nervös. Ja. Wie sehr schadet das denn wirklich den Grünen jetzt? Nämlich nicht nur kurzfristig, sondern vor allem auch nachhaltig in den nächsten Monaten, vielleicht sogar bei den nächsten Wahlen? Ich glaube, das schadet Ihnen mittelfristig massiv, wenn Sie jetzt sich nicht endlich auf die Hinterfüße stellen. Und so machtlos sind die grünen Regierungen nicht. Man darf nicht vergessen, jeder Ministerratsbeschluss muss einstimmig sein. Ein einziger Minister kann jede Entscheidung im Ministerrat blockieren. Also da hat man schon... Kennen wir von Wolfgang Sobotka. kennt man schon, da haben Sie schon einen massiven Hebel. Und da gibt es ja viele Dinge im Hintergrund. Ich war ja selber im Verhandlungsteam in freiheitlicher Regierungsbeteiligung. Da hat man den ÖVP-Lern schon erklärt, so, okay, wie, ihr wollt das? Na, das kommt nicht, weil ansonsten wird das und das blockiert. Ne? Du kannst jede Postenbesetzung, jede Bestellung, du kannst alles im Hintergrund blockieren, ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommt. Also man hat schon als Koalitionspartner massive Macht und die Macht muss man halt ausüben, sonst macht die ÖVP alles mit einem. Und das ist halt, was den Grünen passiert. Sie sind halt irgendwie lieb. Ne? Aber lieb ist als Regierungspartner neben der ÖVP eindeutig zu wenig.
Das ist ja die Frage. Fehlt den Grünen das politische Geschick eben genau für diese Verhandlungen, die der Heimer da jetzt angesprochen hat, eben dieses kaltschnäuzige Dealen und sozusagen Junktimieren von Dingen? Können Sie das nicht? Die Brutalität ist Ihnen sicher in den letzten Monaten vielleicht zu sehr abgegangen. Ich finde es ja interessant, ich finde ja eher die interessante Frage, was kommt jetzt? Ja? Also wenn ich mir anschaue, die wirkliche Verärgerung der Grünen und das Wissen darüber, dass es so nicht weitergehen kann. Und man hat ja auch mit vielen gesprochen im Laufe dieser Woche. Dann stellt sich ja eher die Frage, nicht so sehr die Frage, wie stimmen Sie im Nationalrat bei einer symbolischen Deklamation ab, sondern darüber, wie verhalten Sie sich jetzt in Zukunft. Ja? Wird es diese Juktimierungen geben? Wird es diese klare Kante geben, dass man sagt, was weiß ich, das Antiterrorgesetz, das der Herr Nehammer jetzt gerade durch den Ministerrat und den Nationalrat haben will, wird es erst dann geben, wenn diese Familie zurück ist oder was auch immer, oder zumindest ein klarer Pfad für die Rückholung unserer Kinder, dann hat es sich gelohnt. Ja? Das wird man sich anschauen müssen, ob die Grünen diese Härte jetzt entwickeln. Wobei, Robert, wir natürlich alle jetzt auch wieder in die ÖVP-Falle tappen und über die Abschiebungen reden und nur über das möchte die ÖVP reden, weil das stärkt sie in ihrer Position, während gleichzeitig wir Nachrichten untergehen, wie dass Österreich achtmal schlechter durch die Wirtschaftskrise gekommen ist wie der EU-Schnitt. Wir haben Rekordarbeitslosigkeit, die Regierung bekommt nichts zusammen. Wir diskutieren nicht über die Nicht-Kernkompetenz der ÖVP, die Wirtschaft irgendwie durchzuführen, sondern wirklich achtmal schlechter als der EU-Schnitt. Weil Sebastian Kurz immer sagt, wir sind die Ersten, wir sind die Besten, wir sind die Supersten. Achtmal schlechter EU-Schnitt und über das redet niemand, sondern die reden über die Abschiebungen. Natürlich, wir tappen alle in diese aufgestellte ÖVP-Falle. Wir sind auch bei der Sondersitzung. Sind viele in die Falle, Sondersitzung ist ein gutes Stichwort, weil da ging es ja eigentlich um den Nehammer bei dieser Sondersitzung. In die Falle getippt, weil es wurde über die Abschiebungen diskutiert, aber nicht über die Kundgebungsverbote, die Leute viel mehr aufregen. Aber bei den Abschiebungen hat die ÖVP natürlich 80% der Bevölkerung hinter sich. Beim Kundgebungsverbot, bei Verbot politischer Kundgebung, bei Freiheitseinschränkungen, beim Corona-Missmanagement schaut das mittlerweile völlig anders aus. Also wir sind alle in die Falle getappt und machen es weiter mit Genuss. Also erstens tappe ich in keine Falle, sondern wenn unsere PT-Moderator mir eine Frage stellt, dann antworte ich darauf. Ich müsste jetzt auch nicht die ganze Zeit über die Abschiebungen reden, nur ich glaube, es ist eines ja auch nochmal. Ich glaube, die Falle ist nicht so groß, ja, weil sozusagen das muss der Herr Nehammer jetzt mal der Bevölkerung auch erklären, warum er Dschihadisten nicht zum Fangen versteht, aber kleine Gymnasiasten muss er abschieben. Ja? Also das ist ja etwas, was nicht populär ist. Also so zu glauben, da habe ich jetzt gleich meine Stimmen wieder zurück, ist ja auch ein Quatsch. Ja? Also sozusagen so einfach ist es jetzt auch wieder nicht, dass die ÖVP auf diesem ihren genuinen Thema da alles auf ihrer Seite hat. Ja? Und ja, klar, ich meine, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Also sozusagen im Hinblick auf die auf die gemeingefährlichen und gesundheitsgefährlichen Demonstrationen vor einer Woche, ob die ÖVP da nicht mindestens genauso viel Leute auf ihrer Seite hat, auch wenn ich das da durchaus nicht ganz deiner Meinung bin, aber durchaus grundsätzlich deiner Meinung bin, dass man sozusagen Demonstrationen, mögen sie einem auch von der Meinung, die sie ausdrücken, noch so unsympathisch sein, hat man, wenn möglich, nicht zu verbieten. Ja? Natürlich sozusagen spielt die Frage sozusagen der Gefährdung von Leib und Leben eine Rolle. Aber ist ein gutes Stichwort, weil sprechen wir gleich über die Demos und vielleicht ganz noch kurz anschließend an das, was du gesagt hast. Verbot, Untersagung dieser Demos ist das eine, aber das zweite war ja, was auch kritisiert wurde, ist die Polizei zu wenig hart gegen diese Demonstranten am vergangenen Sonntag vorgegangen oder war das richtig, damit die Situation eben nicht sich hochschaukeln und eskaliert? Wie siehst du das? Ja, schau, ich meine, das ist dann wirklich eine Polizeitaktik und Geschick. Wenn es 10.000 Leute oder 5.000 Leute auf einen Haufen hast, kannst du die Auflösungen, die eigentlich rechtlich geboten wären, durch den Umstand, dass sozusagen... Man hätte es können, weil sonst wäre das eskaliert. Dass sozusagen die Leute, klar, ist, rechtlich wäre es geboten gewesen, also rechtlich wäre Folgendes geboten gewesen, es zuzulassen, weil das Versammlungsrecht gilt. In dem Moment, wo massenhaft Gesetze gebrochen werden, die Abstandsregeln und die Maskentragen nicht passiert, hast du die Möglichkeit, es aufzulösen, aber diese Möglichkeit musst du erstmal in die Realität umzusetzen. Jetzt kann ich zynisch sagen, im Winter ist das nicht so schwierig, da nehme ich einen Wasserwerfer, den
den brauche ich nicht mehr scharf einstellen, sondern sozusagen in Gartenschlauch-Modus. Dann sind sie eh nass und müssen sie heimgehen. Ja, aber das ist ja zynische Haltung. Das würde ich ja jetzt trotzdem insbesondere dann nicht machen, wenn es um normale Leute geht, wenn da vielleicht sogar Kinder drinnen sind. Also das ist ja jetzt nicht so einfach. Auf der anderen Seite, um 13.15 Uhr war das Auflösungsbekundung durch die Landespolizeidirektion und um 21 Uhr sind die immer noch herumgerannt. Ja? Also innerhalb von 7 Stunden eine Demonstration irgendwie aufzulösen, sollte das Landespolizeidirektion schon möglich sein. Du warst ja, glaube ich, am Sonntag auch dort, hast du dir das angeschaut? Ich war einer derjenigen, der spazieren gegangen ist. Ich wäre nicht zur Demonstration gegangen, auch zur FPÖ-Kundgebung wäre ich nicht gegangen, weil ich das grundsätzlich in den Zeiten nicht für notwendig erachte. Aber ich bin dann am Sonntag spazieren gegangen, weil es war erstmals in der Zweiten Republik, dass eine Kundgebung, eine politische Kundgebung einer Parlamentspartei verboten wurde im Vorfeld, wo aber am Vortag ähnliche Demos erlaubt wurden. Also das natürlich hat das einen ganz, ganz miesen Geruch. Und ich kann nur sagen, ich war 2 Stunden dort, dann war ich bei euch zu Gast. Die 2 Stunden waren völlig friedlich, aber es war eine bunte Mischung aus allen Teilen der Bevölkerung. Sehr viel ältere Menschen, sehr viel Frauen. Wobei die Leute sich nicht an die Maßnahmen gehalten haben. Wobei, und ich sagen, muss, das ich muss auch sagen, ich war gezeigt. Um... Ja. 13.30 Uhr, glaube ich, noch vor Ort. Also man hat von dieser Kundgebungsauflösung, habe ich persönlich nichts mitbekommen. Also null. Also ich habe das nicht bemerkt. Aber Masken hat kaum jemand getragen und Abstand war auch nicht. Ich bin mit Masken, deswegen sage ich es. Ja, du, aber ich sage einmal. Die Dummheit am Vorgehen und an der bewussten Eskalationsstrategie der ÖVP ist da, wenn man die FPÖ-Kundgebung zulässt, ne? Das muss man bei einer politischen Partei, dann hat die FPÖ dort die Verantwortung. Die braucht einen Ordnerdienst, die müssen auf den Abstand achten, die hätten Masken gehabt und die hätten natürlich meiner Meinung nach auch die Verpflichtung gehabt, Leute wie den Herrn Küssel aus der Demo rauszuschmeißen oder aus der Kundgebung rauszuschmeißen, weil der hat da nichts verloren, meiner Meinung nach. Weil es mit so Leuten hat nichts zu tun. Dann war das natürlich unorganisiert, dafür war es aber, wie die Menschen eigentlich wütend und frustriert waren über dieses Verbot, war das völlig friedlich. Ich kann nur für die Zeit sprechen, in der ich dort war. Und man muss auch aufpassen, wie die ÖVP arbeitet. Der sogenannte Parlamentssturm nach den Unruhen, so hat der Herr Innenminister formuliert, hat er gestern im Parlament auf die Fragen von Herbert Kickl bei der dringlichen Anfrage zugeben müssen. Es gab keinen Parlamentssturm. Es haben angedroht war, hat er gesagt. Er hat von Unruhen in die Einladung, Pressekonferenz am Abend war, ein Parlamentssturm und extra um Bilder im Kopf wie den Sturm am Kapitol zu erzeugen. Und es gab nur einen Polizeifunk, dass 2 Polizisten sagen, sie hätten 2 Menschen im Demozug gehört, die sagen, an der Rampe gehen wir vorbei. Ja, aus dem hat der Herr Innenminister Unruhen und Polizeisturm gemacht, also Parlamentssturm. Und da muss man natürlich auch schon sehr hinterfragen, mit welchen Mitteln die ÖVP arbeitet, wie skrupellos die eigentlich sind. Ja, wobei man jetzt natürlich sagen muss, also es ist Skrupellosigkeit hin und her. Ich meine, die ÖVP hat der FPÖ und dem Herrn Kickl einen großen Dienst erwiesen, diese Demonstration zu verbieten. Weil damit musste sich die ÖVP und die Regierung rechtfertigen, dass sie eine Versammlungsfreiheit einschränkt. Während so ansonsten hätte sich natürlich die FPÖ und der Herr Kickl von früh bis spät rechtfertigen müssen, dass er eine Demonstration mitten in einer Pandemie verantwortet, die gemeingefährlich ist und der sozusagen auch nochmal ein nicht unerheblicher Rattenschwanz an Neonazis, Hooligans und Schlägertypen teilnimmt. So hat sich Herr Kickl gewissermaßen kam der Kickl aus dieser Ecke heraus. Aber diese Aufregung habe ich vermisst, wo am Abend vorher die linke Anti-Abschiebungs-Demo war, wo die Leute genauso nicht marschiert sind. Da waren 200 Leute und die waren ja nicht mehr viel. Da kannst du bitte nicht immer alles in einen Topf werfen. Ob 200 Leute, die sich auf die Straßen setzen und die Abstände natürlich einhalten können, sind etwas anderes, als wenn du 10.000 Leute wohin holst, bei denen du auch noch weißt, das sind genau diejenigen Leute, die sich an keine Regeln halten, die keine Masken halt tragen werden und so weiter und so fort. Also wir sollten den Herrn Kickl und die FPÖ, also diesen Flügel der FPÖ, diesen unvernünftigen, irrwitzigen Flügel der FPÖ, nicht aus der Verantwortung lassen, dass die mitten in einer Pandemie immer mehr abdriften in eine vollkommen verrückte Haltung. Und ich meine, ehrlich gesagt, ich will kein FPÖ-Bürgermeister sein, von Wels bis sonst irgendwohin, der seit 1 Jahr lang versucht, seine Gemeinde, sein Land, seine Alten in den Pflege
Pflegeheimen gesund durch diese Pandemie zu bringen. Und dann habe ich einen Fraktionsvorsitzenden, der den vollkommenen Corona-Irrwitz vertritt. Also das schaue ich mir an, welchen Spaß das die FPÖ noch intern erleben wird. Also man muss sagen, die FPÖ ist die einzige Partei, die halt offensiv und massiv gegen die Corona-Politik der Regierung auftritt. Die SPÖ ist ein williger Steigbügelhalter. Und die Neos muss man rausnehmen, die haben eine nicht ganz unvernünftige Position in vielen Dingen, dass man nicht ungerecht und unfair ist. Aber die FPÖ macht halt natürlich, vertritt die Menschen, die das für überzogen, nicht für richtig halten und macht Opposition. Das ist ja auch die Aufgabe der Opposition, Opposition zu machen, nicht ein Steigbügelhalter und nicht zu spielen, die Grünen in der Opposition. Ne? Weil willfährige. Nein, die Aufgabe der Opposition ist nicht, die Aufgabe der Opposition ist nicht prinzipiell dagegen zu sein und wenn es auch noch gegen die Vernunft ist. Insbesondere dann, ich verstehe es ja im Parlament, wo du eine kleine Opposition bist, die Wahl hast gerade verloren, viele Abgeordnete hast du nicht, bist am kleinen Rand und bist halt dagegen gegen alles und vertrittst sozusagen alles, was du glaubst, dass es irgend 10% gibt, die das unterschreiben. Ja? Aber du hast ja natürlich auch FPÖ-Politiker, die eine größere Verantwortung tragen in den Ländern, teilweise sind sie in einer Landesregierung, in den Kommunen, ihr habt sie sogar Bürgermeister, ja? Also die haben eine ganz andere Verantwortung und ich meine, mir ist noch keiner untergekommen, ehrlich gesagt, der nicht der Meinung ist, dass der Herr Kickl vollkommen durchdraht ist, ja? Sowohl, also vielleicht wirst du das sogar so, du sagen, wenn wir die Kameras da hat der Robert Wiesig offenbar weitaus bessere FPÖ-Connections wie ich, weil ich kenne keinen einzigen, der diese Meinung vertritt, sondern die Partei ist einig und geschlossen im Kampf gegen Türkis-Grün. Also das kann man so sagen und die Partei ist ja auch wieder im Aufwind. Die Partei ist einig und geschlossen auf dieser Linie geheim. Wirst du nicht rot, wenn du sowas sagst? Der Großteil der Partei greift sich an den Kopf. Mir kann viel im Leben passieren, aber rot werde ich nie werden. Aber überzieht der Herbert Kickl? Das ist ja die Frage. Überzieht er teilweise in seiner Rhetorik, in seiner, sage ich mal, Radikalität? Ja, das hat man den Freiheitlichen doch seit Jörg Haider 86 immer vorgeworfen, dass sie überziehen und zu radikal sind und überdrehen. Das ist doch ein altbekannter Vorwurf, der doch nie richtig war. Na, der Herbert Kickl argumentiert halt pointierter und schärfer. Der Norbert Hofer macht das auf seine etwas bürgerlichere Art, aber im Grunde sagen sie das völlig idente. Naja. Wo denn nicht? Also der eine lässt sich impfen, der andere nicht. Ja, aber das ist, geht aber das ist ja auch die Position der Partei. Die halte ich auch richtig. So, gegen diesen Impfzwang, aber jeder kann machen, was er will. Kann sich impfen lassen, ich lasse mich selber auch. Ich war entschieden, weil wir das letzte Mal diskutiert haben, ich werde mich auch impfen lassen, sobald wie es geht, weil ich es für vernünftig achte mittlerweile. Und das ist auch so. Ich habe kein Problem mit Tests. Ich habe auch heute bei euch jetzt vorher einen Test gemacht. Das ist unkompliziert und funktioniert und das finde ich eine gewisse Verantwortung. Aber zwingen muss man doch keinen dafür. Das wir nehmen zur Kenntnis, die Linie der FPÖ ist, jeder soll machen, was er will. Das ist eine ganz klare politische... Aber das ist ja eine freiheitliche Position der Freiheit. Freiheit, Wahlfreiheit, nicht dieses Kollektiv. Ja, aber innerhalb einer Partei sollte man schon wissen, wofür man ist und nicht der Meinung sein. Die Borg und alle müssen alles assimilieren und brauchen eine Einheitsmeinung. Wir sind ja nicht im Gulag, wir sind in der Freien Republik Österreich. Ja, aber innerhalb von einer Partei sollte man zwischen einer vernünftigen und einer vertrottelten Position schon unterscheiden können und sich dann entscheiden, welche Linien man vertritt, welche Linien man vertritt und wenn sozusagen die Differenz jetzt nicht so eine ist, wie sie üblicherweise im politischen Spiel ist, sondern die Differenz zwischen, wollen wir Oma und Opa sterben lassen oder wollen wir Oma und Opa nicht sterben lassen, dann ist das vielleicht eine etwas bedeutendere Differenz. Oma, das ist ja auch bei der Sozialdemokratie völlig legitim, dass der Landeshauptmann Doskozil für Öffnungen ist und die Parteichefin Randy Wagner am liebsten die ganze Republik zusperren will. Also ich habe keine Ahnung, wo hier der Landeshauptmann Doskozil heute ist. Ich meine, vorgestern ist er für das, vor zwei Wochen ist er für was anderes. Je nachdem, wofür er ist, würde ich aber auch nicht, wie soll ich sagen, hintanstehen und zu sagen, das finde ich für falsch, wenn ich es für falsch halte. Ist ein gutes Stichwort, Öffnungen. Am Montag gibt es jetzt die ersten Öffnungsschritte, vorsichtige Öffnungsschritte. Der Handel sperrt auf, die Dienstleister sperren auf, die Schulen sperren auf. Aber gibt es unter anderem die Pamela Rendi-Wagner und ja auch diverse Experten, die sagen, das geht zu weit. Wie siehst du das angesichts der Mutation? Ist es richtig, dass man jetzt diese Öffnungsschritte setzt oder ist es zu riskant?
Es ist am Ende zu riskant. Es ist nicht riskant, weil riskant heißt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und man nicht weiß, was rauskommt. In Wirklichkeit wissen wir, was rauskommt. Es wird relativ krass, weil das ist reine Mathematik. Wir haben jetzt eine Situation mit einer Mischform, also diesen alten Virusstamm und den neuen Virusstamm. In Summe haben wir so etwas wie einen Reproduktionsfaktor R1. Das heißt, es wird nicht mehr und es wird nicht weniger. Wenn wir dann aufmachen, folgt logisch zweierlei. Erstens, weil die Zahlen gehen natürlich hoch, das kann gar nicht anders sein. Und die Durchsetzung des neuen, infektiöseren Virusstamms geht schneller. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, was passiert dann? Werden wir auf einen Reproduktionsfaktor 1,1 kommen, 1,2 oder 1,3 oder auf 1,5? Und 1,5 heißt außer Kontrolle. Ja? Deswegen ist es, natürlich muss man immer abwägen, gesundheitliche, epidemiologische, bevölkerungspsychologische Faktoren, pädagogische Faktoren. Kann ich durchaus verstehen, dass man sagt, man macht die Schulen jetzt auf, vollkommen in einer Art von sehr, sehr vorsichtig, ja, mit Tests, sodass man das Ganze zumindest unter Beobachtung hält, in Echtzeit, wenn man so will, ja, und schaut, ob man es irgendwie schafft. Ja. Eine solche, und das ist schon riskant genug, eine solche Risikostrategie dann auch noch durch ein zweites Risiko, nämlich Handel, zu ergänzen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas... Was ist das für ein Fehler? Ich hätte es mir nicht traut. Es ist sozusagen eine bestimmte Gruppe lauter Kritiker oder Corona-Müder haben das durchgesetzt. Ich glaube, für die Öffnungsschritte ist schon die Mehrheit mittlerweile. Was weiß ich nicht. Sozusagen müde sind alle. Ja. Sozusagen, man muss ja auch überlegen, was wir uns damit einhandeln. Ich befürchte erstens mal, dass wir in 4 Wochen werden wir alles wieder zumachen. Und es wird ohnehin, wir brauchen gar keinen Lockdown mehr, weil es wird so wie in London oder Irland sein, dass ohnehin keiner mehr freiwillig auf die Straße geht, ja, wenn wir Pech haben. Ja. Jetzt stellen wir uns auch noch vor, was wir uns damit einhandeln. Ja. Also wenn wir jetzt mal das nochmal durchbissen hätten bis März, ja, hätten wir möglicherweise ein entspanntes Frühjahr und vielleicht fast so ein entspannter Sommer wie im letzten Jahr möglich gewesen. Diejenigen, die jetzt durchgesetzt haben, dass geöffnet wird, werden möglich mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich sein, dass wir alle keinen ordentlichen Sommer haben. Und das ist ein Preis, den ich für zu hoch finde, auch individuell. Weil ich meine, ich bin armiert, ich halte das auch nicht mehr aus und freue mich nur mehr darauf, dass wenigstens der Sommer so ist wie letztes Jahr, dass ich am Donaukanal sitzen kann, dass ich sitzen kann in einem Gasgarten. Und wenn man mir das jetzt auch noch ruiniert, dann bin ich besser. Ich sehe das konträr wieder, Robert, wobei ich aber deine Argumente sind gute Argumente und absolut zu respektierende Argumente, muss man dazu sagen. Ich sehe es halt anders, weil man einfach, ich finde, man soll öffnen mit Vernunft, mit Masken, mit Abstand, auch mit Kontrollen, also das jetzt nicht laissez-faire zu machen, aber der Lockdown wird ja von der Bevölkerung nicht mehr befolgt, das zeigen ja auch die Zahlen, die Leute machen nicht mehr mit, man trifft sich privat wieder, die Angst ist weg. Ich habe halt nachgeschaut, die Normalbettenbelegung in den Spitälern ist bei 20%, Intensivbettenbelegung ist bei 30%. Wir holen sogar aus Portugal, richtigerweise, finde ich solidarisch völlig in Ordnung, Intensivpatienten, weil die Portugiesen nicht mehr zurechtkommen nach Österreich, weil wir genug Platz haben. Und das Gesetz sagt ganz eindeutig, man kann nur einen Lockdown machen, wenn der Zusammenbruch des Gesundheitssystems draus genauso droht. Aber gerade, wir haben jeden Tag, lesen wir von neuen Pleiten von Unternehmen, die einfach keine Luft mehr haben, die halten es nicht mehr durch. Man kann die Gastro öffnen, man kann die Hotels öffnen, aber mit Abstand und mit Vernunft. Und wenn das heißt, dir geht es zu wenig weiter. Genau, und mir geht es zu wenig weiter, aber man muss mit Vernunft und Vorsicht. Und natürlich sind die Regelungen, die sie jetzt machen, teilweise so absurd, wie man es von dieser Regierung gewohnt ist. Also Beispiel, mein Sohn, 11 Jahre alt, wird 2-mal jetzt in der Woche getestet. Wenn ich mit meinem Sohn aber zum Friseur gehen will, muss ich vorher extra zum Test in der Teststraße oder Apotheke oder zum Arzt, wo die namentliche Bestätigung ist, obwohl der ja sowieso verpflichtend 2-mal in der Woche getestet wird. Das ist doch total absurd. Das versteht doch keiner. Das ist Bürokratie. Warum kann ich nicht beim Friseur oder beim Wirten einen Eintrittstest machen? So wie bei euch. Ich komme her zu euch, mach den Lutschtest. Test ist negativ. Wir setzen uns hier zusammen. Das sind doch Dinge, die funktionieren doch viel unbürokratischer. Wenn ich heute höre, was eine gute Idee ist, dass die Regierung den Unternehmen die bis zu 10 Euro die Tests zahlt, dann fragst du,
schaust aber nach, na, das muss aber in Kombi mit einem Arzt oder einem Apotheker sein. Ich kann nicht einfach selbst das bestellen und die einreichen, sondern ich brauche einen Arzt oder einen Apotheker, der zu mir in die Firma kommt. Das wird doch keiner machen. Das ist doch völlig absurd. Es wird auch das 80-jährige Frau Schmauswaberl am Land nicht marschierend in die Teststraße, die dort am Land nicht existiert. Sie hat keine Öffis, keine Autos. Die wird nicht zum Test gehen, sondern die wird sich bei ihrer Cousine die Haare weiterschneiden lassen. Das ist wahrscheinlich dann ohne Masken. Das sind einfach Dinge, die mittelfristig den gegenteiligen Effekt haben, nicht durchdacht sind, weil sie viel zu viele Hürden aufbauen. Es ist wie wenn man zum Beispiel Zigarettenpreise über Nacht verdoppelt. Klingt das total super, dass die Leute weniger rauchen, ist aber nicht der Fall, weil die Leute holen sich einfach Schmuggelzigaretten, es wird gleich viel geraucht und der Staat hat weniger Einnahmen. Bringt einfach nichts, ist kontraproduktiv, auch wenn es noch so gut klingt. Ich sehe das ähnlich. Wir müssen ja auch, glaube ich, diskutieren, was dahinter steckt. Nämlich, dass wir das erste Mal damit konfrontiert sind, dass die Regierung eigentlich, und zwar die gesamte Regierung, da jetzt eine Einigkeit besteht, dass man einen Beschluss gefasst hat, den man für falsch hält. So. Mit der Argumentation, die Bevölkerung geht nicht mehr mit. Wir kennen es bei stagnierenden Zahlen und bei stagnierenden Totenzahlen nicht mehr verkaufen und vermarkten. Also machen wir auf. Wir wissen zwar, das wird dann zu mehr Toten führen, aber die brauchen wir zum Vermarkten. Ja, ist auch schon eine interessante Frage, aber so ist nun mal, eure Seite hat das durchgesetzt. Es werden halt quasi nicht 1000 Leute mehr sterben und mit denen wird die Regierung dann weiter eine vernünftige Regierung, eine vernünftigere Dings beschließen. Und ich glaube, diese schwierigen Dinge, die du skizziert hast, hängen damit auch zusammen, dass die Regierung weiß, dass es ein Völler ist. Das heißt, sie lässt zwar die Leute zum Friseur gehen, aber tut so viele Maßnahmen zwischenschalten, dass man hofft, dass vielleicht sie sind alle Friseure ausgebucht, die Hälfte, aber vielleicht 50% der Leute, die sonst hingegangen waren, nicht hingehen werden. Ja? Das ist gewissermaßen, ja, und damit müssen wir jetzt leben. Ich meine, sozusagen, ich kann es der Regierung irgendwie nicht mehr zum Vorwurf machen, weil sie unter dem Druck einer scheinbar oder angeblichen öffentlichen Meinung gestanden hat. Also so ganz sicher wäre man da ja immer noch nicht. Also bis jetzt waren die Umfragen so, dass 20% laut dagegen sind, aber 80% das ist eigentlich für eine vernünftige Haltung. Was heißt vernünftige Haltung? Für die Alternativlosigkeit von Maßnahmen, wie es praktisch die ganze Welt macht. Ja? Robert, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn man das Beispiel Impfstoffe, da sind wir uns einig, kann der Gamechanger sein. Jetzt haben wir Riesenprobleme und wir wissen auch nicht als Regierung, das kann man ihr nicht vorwerfen, dass man nicht weiß, welche Mutation kommt, welcher Impfstoff dann wie wirksam ist. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Ne? Jetzt gibt es zum Beispiel den russischen Impfstoff, der jetzt mittlerweile anscheinend valide Daten hat. Wir haben massive Lieferprobleme in Österreich. Wir werden wahrscheinlich alle Leute wie wir, die halbwegs gesund sind und nicht alt sind, werden im September anscheinend in Wien ungefähr erst geimpft. Das heißt, erst nach dem Sommer, wir können den Sommerurlaub dann wahrscheinlich vergessen. Jetzt sagt der Gesundheitsminister auf Anfrage Sputnik 5 bestellen. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben genug bestellt. Also allein dieses Denken, ja, wie kann man sagen, braucht man. Im schlimmsten Fall hat man ein paar Millionen versenkt, aber im besten Fall hat man wochenlange Lockdowns mit Milliardenschäden versenkt. Also was dieser Prediger, er predigt und predigt und glaubt irgendwas. Mittlerweile ist das ja schon fast wie ein Corona-Sektierer, der überfordert ist und nicht mehr wirtschaftlich dringt. Wir brauchen aber keinen Prediger, wir brauchen einen Manager, der klar und rational denkt, nicht aus eigenen Bestreben, weil er halt die Russen nicht mag oder sonst irgendwas, sondern da soll man wenigstens vorbestellen und sich darum kümmern. Allein die Impfstoffverzögerung bei der EU kostet EU-weit 90 Milliarden Euro. 90 Milliarden Euro. Und die Leute sind für nichts verantwortlich. Ja, Man lernt aber auch nicht aus Fehlern. Sie sollen doch aus den Fehlern lernen. Man kann ihnen ja nicht die ersten Fehler wirklich vorwerfen. Kann passieren, aber doch nicht ständig wiederholen. Das ist ja ein Fehlerhamsterrad von Rudi Rathlos. Ich stimme dir vollkommen zu. Sozusagen eine verantwortliche Oppositionspolitik hat darauf abzustellen, was diese Regierung im Pandemie-Management vom ersten Tag bis zum mittleren Tag bis zum letzten Tag alles falsch gemacht hat.
diese Liste ist endlos. Von den Wirtschaftshilfen, vom Nicht-Funktionieren, von den mittlerweile, was man auch sieht, dramatischen Ergebnissen. Österreich hat relativ viel Geld in die Hand genommen zur Stabilisierung der Wirtschaft. Wir haben einen funktionierenden Sozialstaat und stehen trotzdem schlechter da als andere Länder auf der Welt. Ja, das musst du erst mal zusammenbringen. Ja. Viel Geld hinein investieren mit relativ wenig oder negativem Output. Ja. Die Impfstrategie, die nicht funktioniert, völlig klar, auch letztlich die Impfstrategie des Verimpfens, des Impfstoffs, die man mit Richt, also dass man, da hat man ja auch geschlampt, das fällt jetzt nicht so richtig auf, weil man eh keinen Impfstoff hat, ja? Gott sei Dank unter Anführungszeichen für die Regierung. All das kann man kritisieren. Ja? Das ist eben die Haltung einer vernünftigen Opposition, das Management der Regierung anzuprangern und nicht sozusagen den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir können alles öffnen und das ist eh nicht da und das ist eh nicht gefährlich, sozusagen, das ist unvernünftige Opposition. Vernünftige Opposition, unvernünftige Opposition sind durch eine klare Linie getrennt in dieser Haltung. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Wir machen eine kurze Werbepause, kommen dann gleich wieder zurück, dann geht es gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages.